Hi Leute, servus, ich bin der Renton. Das ist der Renton King, wir spielen was ganz Ernstes. Max Payne für die PS2. Für die ernste PS2. Für die PS2. Das ist die Konsole der Welt. Halt die Fresse. Was dann? So, pass auf, New Game. wir haben nur einen Speicherstand anscheinend. Digitiv. Ich habe auch vorher schon ein paar Cheats rausgesucht, weil ich euch mehr vom Spiel zeigen will, doch. Achso, okay, dann. Doch, ist wichtig. Wichtig? Weil in M-Run kriegt man das jetzt nicht durch für einen kurzen Retro-Freitag. Und das Spiel ist wirklich ein Stück Videospielgeschichte, meiner Meinung nach. Es war das erste mit Bullet Time. Es wurde von Remedy entwickelt. Rockstar war Co-Publisher. Mhm. Und der Rockstar läuft auch heute noch Max Payne 3. Und hier ist das Intro erstmal. Standby 1010, investigative reported disturbance at Acer Plaza. 10-4 dispatcher, verify address. It's Acer Plaza, repeat, Acer Plaza. Shots fired on the rooftop. An assault in progress at Acer Plaza. Repeat, an assault in progress. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger. And then it was over. Das war der Max. Ist mit Foto auf die Fresse gepackt. Ja. To make any kind of sense of it, I need to go back 3 years. Also das ganze Spiel ist, drei Jahre vorher, ne? Das, was jetzt ist, ist jetzt. Mhm. Das ist dann auch das letzte Level. Das Ganze ist im Comic-Stil gehalten, wie die Geschichte erzählt wird, was ziemlich cool gemacht ist. Worum es geht, zeige ich dir gleich. Es ist ein... Ist das irgendein bekannter Schauspieler, der da sein Face dafür gemacht hat? Der, wo das Gesicht dafür gemacht hat, ist einer von den Entwicklern sogar. Ah, okay. Ja. Und der, der im Film spielt, ist der Marky Mark. Okay. Und der macht das ziemlich scheiße. Und ich finde, der Film auch ziemlich scheiße. Und ich empfehle niemandem den Film. Okay. I was still on the force back then. NYPD, Manhattan, Midtown, North Precinct. Ja, das ist, der war hier. So when are you coming to work for me, Detective Payne? You'd make me work undercover in some hellhole. Sorry, Alex. Michelle and the baby come first. See? So wird die Geschichte erzählt. Ich drück sie mal weiter. Er kommt auf jeden Fall heim. Von der Arbeit als Cop. Michelle. Honey, anybody home? Hat arm wie ein Aff. Das hat mich schon immer gestört, dass der so lange, dass die so lange Arme hat in dem Spiel. Front row center. Die PC-Version sieht natürlich besser aus. What the hell? Wie ab. Siehst du, da hängt was an der Wand. Something ugly had been tattooed on the wall. A map of things to come. It was a poison syringe. Sieht das mal denn immer so scheiße aus? Rauchen die nicht auf die Alt? Oder was ist los? Du, keine Ahnung. Listen, someone's broken into my house. Call 911. Is this the Payne residence? Yes, someone's broken into my house. They're still here. You have to... Good. I'm afraid I cannot help you. Who is this? Hello? Also, die Erzählweise ist schon... ist schon nicht schlecht. Wird halt immer unterbrochen von deinen Bildern, ne? Siehst du, ist die Bullet Time. Okay. Sag. Kann ich einmal im Sprung deaktivieren und einmal im Ding. So, ich zeig jetzt das erste Mal, um was es geht. Michelle! Und ja, so wie du am Anfang gesagt hast, es ist sehr düster. Michelle! Please! Geht ein Kopf, oder? It's coming. Freeze! NYPD, drop! Oh, und ich merke gerade, ich muss mir die Steuerung ein bisschen umstellen. Okay. Weil die Y-Achse umgedreht ist. Controller.
Achso, nee, halt. Scheiße. Was auch nervt, die PS2-Version lädt sehr lange. Mhm. Ist jetzt auch, kurz mich jetzt gerade ein bisschen. So. So, zurück. Jetzt habe ich die Steuerung umgestellt. No. No, no, please God, no. Bitte, sie haben das Baby umgebracht. Ja. The flesh of fallen angels! No, 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 God, no, please, Michelle. Ja, sehr hart gemacht für ein Spiel der damaligen Zeit. War überall, böse, böse, böse. So, und das Spiel geht jetzt dort rum. Das sind irgendwelche Bösewichte, denn du bei der Arbeit ans Bär gepinkelt hast. Also pissen sie dir ans Bär und jetzt geht's draußen alle zu erledigen. Jetzt machen wir sie alle platt. Ist ja wie beim Punisher. Wie Punisher, wie The Crow, wie sonst irgendwas. Also typische Rache-Story. Mhm. Und das Ganze halt gepaart mit einer für damalige Verhältnisse super Grafik. Sieht auch heute noch okay aus, bis auf die Affe-Arm. Und diese Bullet Time, das war damals, sowas gab's noch nicht. Mhm. Dass das Spiel, das erste Spiel, wo ja, dass das Spiel dann in Zeitlupe läuft und bla bla bla. Und wann ist denn das? Das I came in from the cold my Beretta stirred nervously under my coat, but the train doors had already shut behind me. Steht hier. Die PS2-Version zumindest. Kann sein, dass das normale von 2000 ist. Also die PC-Version. Ich glaube, dass der PS2-Port ein bisschen später kam. So, das ist das erste Subway-Level und nach diesem Subway-Level können wir überspringen. Das Ganze läuft auch relativ ruckelfrei auf der PS2. Death was in the air at Roscoe Street. I'd have to find Alex. Also egal, wo der jetzt guck auch mal, linear vor das Spiel, ne? Ja, du hast ja, durch. Halt du spielst halt einfach die Story. Du spielst die Story, genau. Max Payne 2 besorge ich auch irgendwann einmal. Ist auch sehr, sehr gut. Ich hätte das die nächste Frage umgebracht. So ähnlich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Nee. Ich glaube, da dann die Next und Pills die wird dann auch umgebracht. Was? Ja, jetzt habe ich Painkillers. Zack. What the? Wenn du in einem Areal bist, wo mehrere Gegner hocken und du den letzten umgebracht hast, stirbt der Ach im, in Zeitlupe. Mhm. Das ist eigentlich alles Gegner, oder was? Was jetzt kommt. Ja. Das in dem Spiel sind nur Gegner. Irgendwie kannst du auch sagen, nimm zwei Waffen. Oder war das erst im, Zweite? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine im Kopf zu haben, dass du auch mehrere Waffen nehmen kannst. Das war immer so ein Tipp im Spiel. Um alle Kurve springen. Mhm. Sicher ist sicher. Und ja, egal wo du hingehst, es geht ab. Bis du dann halt wirklich am Schluss zu diesem Boss kommst, der dann auch für alles verantwortlich ist. Wow, das ist so ein Abtrick. So, kein Problem. Ich habe Painkiller dabei. Und ich habe jetzt einen Schrotflint. Painkiller. Painkiller, ja. The pain that... In dem Spiel gibt's A-Level. Was für mich bis heute eins der verstörendsten Levels der Videospielgeschichte ist. Mhm. Und zwar ist das das sogenannte Traumlevel. Wenn du willst, zeige ich das, aber ich sag dir gleich, es ist hart. Es ist wirklich hart. Ich gucke jetzt gerade mal noch durch die Cheats. Unverwundbar. Jetzt müsste ich theoretisch unverwundbar sein.
True. Schieß mal auf mich. Ja, jetzt bin ich unverwundbar. Okay. Und ich müsste jetzt vom Hauptmenü aus auch die Levels auswählen können. So, hoch, runter, links, rechts, hoch, links, runter, Kreis. Jetzt müsste ich auf Load. Ne, geht nicht. War ich wahrscheinlich schon zu früh. So, kann ich... Ah, jetzt zischt, jetzt kann man Dual Berettas nehmen. Und es war halt ein Action-Spiel, wie es es damals nicht gab, nicht? Sowas war vorher noch nicht dort, zumindest nicht in 3D. Hm. Siehst du, siehst da noch in der Zeitlupe das Zeug. You saved me, man. What's going on, sir? A massacre. These armed thugs just appeared from nowhere. We need to get help. I can make the call from the control room one floor up. Can you take me there? Sure, sounds good. Follow me. Sure, sounds good. Follow me. Okie dokie. The security panel let out a mocking cackle. I'd need the right code. Ist halt auch die Erzählweise ist halt ach geil. Mhm. Weißt du, dieses, du hörst die ganze Zeit sein Gedanke, bla bla bla. Mhm. Der dritte Teil ist extrem gut. Gab's für die Xbox 360. Okay. Nochmal die Frau umgebracht. Nee. So spielst du ihn 20 Jahre später oder sowas. Alter Mann mit Glatz. Mhm. Total der Algi, total kaputt, weil er alles nicht verkraftet hat. Ach, total depressiv gemacht, aber richtig cool umgesetzt. Ja, da fliege ich noch, ne? Fuck. Du hast noch nie von dem Spiel gehört, oder? Ja, gehört schon, aber ich hab's nicht gespielt, weil das wäre jetzt auch so ein Spiel, wo ich wahrscheinlich nicht lang durchhalten würde. Wegen der Kamera? Ja. Jetzt habe ich der U-Bahn wieder Saft gegeben. Jetzt müsste ich theoretisch weiter können. Ich hoffe, dass dann der Level-Cheat funktioniert. Wenn nicht, habe ich vielleicht einen falschen Cheat. Jetzt habe ich auf einmal den Code, weißt du? Mhm. Ich habe mal abgeguckt von dem anderen Cop. The train lit up like a Christmas tree. Power was back on. Ja, weißt du, einfach so kleine Dinge. Der Zug, der hat geleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Jetzt geht's auf. Okay. Ah, es geht schon los. Ja. Oder auch nicht? Muss ich ihn vielleicht fahren? Ja. Ich hab einen Zug! So fahrst du denn? Direkt hinter der stellst du dich einfach ans Fenster und fahrst mit dem Gesicht. So fahrst du, wie will ich denn sonst einen Zug fahren? Vorher war das sogar eine Führerkabine. Das ist doch einfach bloß ein Waggon, was ich leuchtet. Das ist relativ klar. Das ist, guck. Ja, und? Ach, das ist sehr minimalistisch gemacht. Jo. Ach, das ist unrealistisch. What the hell? Hey, oh. Ah. Das macht einen Renten Spaß. Pumballere. Ich muss aber noch in der Lebe. So sieht's also in U-Bahn. So sieht's in der U-Bahn aus. Sind lauter Gangster, woher auch immer die kommen, aber die sind halt da. Höhle-Gangster. Höhle-Gangster. Aus der Hood-Höhle. 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 Ja, Hood-Höhle. Nee, ich sag mal, wie es ist. Ich war begeistert früher. Klar, als Kind, ballern. Aber ich find's auch heute noch gut und ballern. Ist definitiv meiner Meinung nach wirklich ein Stück Videospielgeschichte. Also die Story ist echt... One way or the other. Ja, ist Story... Ab 18, oder? Ist ab 18? Ab 15 ist die Englisch-Version. Ich, ja, gut. Ich glaube, das erste kriegst du aber auch im deutschen Store. Mhm. Gucken wir mal. Im Main-Menü. Ich hoffe, dass ich den Cheat nicht falsch abgeschrieben habe. Okay, es hat schon längst funktioniert. Ich habe hier Part 1, 2 und 3.
Boah, wo geht man hier? Machen wir mal den Prolog von... Ja, zeig mir mal das komische Assi-Level. Das ist es, Nightmare, der Prolog von Chapter 2. Und das ist jetzt der Albtraum. Es ist der Albtraum. Ich weiß nicht mehr, was ist. Ich glaube, du wärst niedergeschlagen oder sowas. Mhm. Und hast dann diesen Albtraum. Und es ist... Also bis heute finde ich es total verstörend. Okay. Ich bin gespannt, was so alles passiert. Und jeder, der Max Payne gespielt hat, kennt dieses Level. Mhm. Kann schon Massenpaniker auslösen, wenn du in der Innenstadt irgendwo ein Schild aufhängst. Max Payne Nightmare. Your safety's off, evil twin. You might hurt someone with that gun of yours. So. Somewhere, the baby was crying. Ah, das ist wahrscheinlich wieder die Wohnung. Ja, sag ich nix. Okay, die Gangs sind auch länger. Was? Und zwar... No, please. Das Ziel von dem Level ist... dem Schrei deines toten Babys nachzurennen. Das gefällt mir doch überaus sehr. Ja. Ich meine, ich sage mal, noch ist es halbwegs übersichtlich. Ah, genau, du musst zuerst zu der Frau. Should have known it when we found you snoring next to Lupino's corpse. A comedian, huh? So. Pictures were filled with good old times. Jetzt wird's nämlich eklig. I really love the watch cartoons. Captain Baseball Batboy's my favorite. Du musst dieser dieser Blutspur folgen. Und ich bin runtergefallen. Und es fängt wieder komplett von vorne an. Und schon wieder runtergefallen. Das wollte ich dir einfach mal kurz zeigen, weil bis ich das jetzt geschafft habe, braucht man wahrscheinlich eine halbe Stunde. Mit Ratten und öligem Wasser. Ja. So. Hör ich ja die Waffe, ne? Jetzt hole ich mal die Waffe, pass mal auf. Aber immer noch ein Lächeln, so ein Lächeln in der Fresse. Oh, das passt aber nicht, ne? Warte mal. De. So, was nehmen wir mal? Ist das auch unendlich, Uli? Ich denk schon. Nehmen wir mal die Doppel-Uzi, oder? Oh! Boah, das Spiel rubbelt jetzt aber doch schon ganz schnell. Ne? So, und ich bin tot. Das war's. Jetzt lächle ich nicht mehr. Guck, jetzt guck ich traurig. Ah, ich bin so traurig. Ich bin so traurig, weil ich so tot bin. Das ist nicht schön. Das gefällt mir nicht. Das ist kein schönes Gefühl, wenn man so tot ist. Wenn man so Toni ist. Der Toni. Ich bin der Toni. Der tote Toni. Mein Toni. Ja, schön und super. Warum war ich an diese Schreie von den Velociraptoren im. Ja. Ah. Die Velociraptoren. Schau, ein Schreiknochen. Schaff. Na, das reicht nicht, du, hä? Das reicht nicht, du. So. Tack, 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 tack. Ich fahr das ein. Ich glaube, man ist nur zeitlich begrenzt. Ja, nett war das Level gewechselt. Ne, das Ding hat vorher schon nicht gescheit funktioniert. Ja, also geht doch. Die Unverwundbarkeit. Die Unverwundbarkeit! Verwundbarkeit! Bats.
schön. Die Schreie sind aber noch in Echtzeit, ne? Ja. Du hast diese Bullet Time aber auch gebraucht, ne, um dich umzusehen, um zu gucken, wo kommt's her. Ah, da. Oh. Ist das Rakete? Raketewerfer? Das ist, glaube ich, ein Granatwerfer, oder? Jo. Jo. Okay. Quasi, ne? Die Frage ist nur, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ja, wo muss ich hin? Ja, muss ich doch hoch, oder? Hast du eine Idee, wo ich hin müsste? Vielleicht musst du an der Stange dran so. Ah, guck mal, weißt du, was es gibt? Der abgesägte Schrotflint. Geil. Ich finde, jedes Spiel braucht der abgesägte Schrotflint. Der Schrotflint an sich ist ja schon cool, aber abgesägte Schrotflint, das hat nicht jeder. Ist mal. Ja. Ich habe das abgesägte Teil von der Schrotflint. Das abgesägte Teil? Da, damit du dich auch ein bisschen wie ein Gangster fühlst, gib mir dir den Müll. Ja, genau. Oh, danke, großer Gangsterboss. Das ist so lieb. Bist so schön. So, ach, guck mal, da ist er der. Ich bin überhaupt nicht hässlich. Du bist so schön, überhaupt nicht hässlich. Also das von vorhin, das widerlege ich wieder, dass es so schön läuft. Läuft. Läuft, läuft. So, pass mal auf, irgendwie kannst du nämlich auch schnieschnach schnallbern in dem Spiel. Ja. Ja, ne? Ah, auf X. Natürlich. Wie ich doch früher gedacht hab. Boah, nee, Session 2 hat ja voll die Karte. Alter. Jetzt denke ich mir, so viel besser als Sensor ist auch nicht. Ah, doch. Ach, schon besser, ja, aber jetzt nicht. Ja. Ah, geil. Das erinnert mich an Sniper Elite und das war cool. Bin ich jetzt tot? Bin ich jetzt gestorben, weil ich da runtergesprungen bin? Sniper Elite war cool. Sniper Elite 3 ist nicht so cool. Was? Nee, hat mir nicht so gefallen. Weiß aber auch nicht warum. Spiel ich in Afrika. Weil ich nicht dabei bin. Ja. Das ist es. Ja, sicher mal. Ja, fang wieder von vorne an. Spiel scheiße, was du spielst, wo ich nicht dabei bin. Ja, jedes. Alles scheiße. Ja. Alles scheiße. Ja. Ja. Willst du doch irgendein Level sehen oder hast du genug? Uff. Klick mal noch irgendwo rein, komm. Providing a service hier im dritten Ding. Also der Schluss, du kannst das ja vorstellen, der Schluss spielt. Da, wo wir vorhin waren. Ja. Ganz am Anfang. Und der tut den Drahtzieher, der kriegt ja raus, wahrscheinlich, wer seine Familie umgebracht hat. Ja, also die Geschichte ist komplett Klischee und kannst du auch komplett denken. Mhm. Aber es ist halt hart umgesetzt und hat sich halt in die Hirne gebrannt und ja. Ich weiß nicht, ob ich noch unverwundbar bin, das finden wir wahrscheinlich sofort raus. Nein, bin ich nicht. Sofort war gut. Du hast noch Blutgeschisse ausgesehen. Oh, ein schöner Flecker. Ja, ich glaube, das sind Bombe im Gebäude. Jetzt muss das ganze Level nochmal laden. Aber ich gebe nicht auf und guck nochmal nach. Die Playstation. Die Playstation. Nee, aber wenn man es vom heutigen Standpunkt aus guckt, denkt man sich, ja.
Wo ist, nee, ist es in Ordnung? In Ordnung? In Ordnung, die Grafik. So, jetzt. Ah, so. Ja, wäre geil, wenn man das jetzt aufnehmen könnte. Nochmal Lara für den Schluss hier. Ich hab gedacht, ich spring drüber und dann bin ich auf die sichere Seite. Ich weiß es nicht. Ach, ich muss mich mal ausstrecken. Part 3, dieser Gewalt. Gewalt! Gewaltspiele! Arge Mutter. Ich war aber auch nichts. Ah. Kannst du bitte ein paar Kopien von deinem Arsch machen? Gerade eben hat er aber... Da war doch gerade irgendwo das Ausrufezeichen, oder nicht? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Und jetzt gerade aus. Denkst du, kannst du drüber springen? Ich weiß es nicht. Ja. Oh, und ich bin noch verwundbar. Das sieht was so schnell gerade. Ach, das ist sogar. Ich hab die. Nein, doch nicht. Denkst du, es macht Sinn, auf die Dinger zu schießen? Warum? Ja. Immer vorsichtig. Denkst du, stirbst das trotzdem, obwohl du unverwundbar bist? Ja. Ah, ich hab schon wieder keine Waffe. Siehst du das geil, oder? Das sieht aber aus wie so ein böser Ken. Oh, besser. Oh, ich bin der Schäflicker, ne? Ne, so wird gespielt. Brauchst du ein M.O.K. oder? Weißt du was, das war so ein blöder Spruch, da fällt mir gar nichts mehr drauf ein. Er hat auch Kuscht, oder nicht? Ach so. A videotape lay on the desk. A videotape lay on the desk. A videotape on the desk. Maramoto. Maramoto VHS player. Shag it. Left me a present. Yeah, give me that videotape. Ja, der Videotape. Videotape? Ja, mit der dort war da Salat, Malabara. Was Salat? Mit der Salat? Mit der Salatband. Mit der Overroller. Auflollen. 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 Lollakopter. Flillingslolle. Aber wo muss ich denn jetzt hier, verdammt? Ich will nicht zurück. Das sind die Bombe. Die Bombe? Mit der Bombe. Aha, der Butterbara. Ja. Da weiter. Das Fenster vielleicht. Nein. Hier weiter. Da ist es. Ah, guck mal da, das ist grün. Zimmer. Der wollte ewig schon in die Cutscene, bevor er in die Cutscene ist. Macht er seinen Job nicht richtig? Sci-Fi Fortress. Chip the Father. Ja, aber wie gesagt, mich stört's jetzt doch ein bisschen, dass es so arg ruckelt. Halt mal nicht. Oh nein, Grafik halt einfach. Kann man PlayStation 2 aufrüsten? Ja, wenn du Xbox draufstellst. Es gibt die Leute, die mobben. An sich wird wahrscheinlich das nichts bringen, oder? Ja, die Spiele sind ja nicht nur dafür ausgelegt, dass er. Das Spiel wird auf dem. Weiß nicht. Wenn Max Payne besser spielen will, stolz auf dem PC. Ja, schon, also. Ich muss gedacht, kann man irgendwas an der PlayStation rumschrauben, dass es besser. Tutai! Danke! Dass es besser wird. Nö. Also, da gab es jetzt nicht irgendwie. Wie beim N64, so Expansion Pack oder sowas. Echt? Mit so einem Modder halt, wo wir rummachen. Ich glaub nicht, ne. Wenn mir nein. The best movie in a
Schön, schön gesehen. Das war geil. Ah ne, du stirbst nicht übrigens. Siehst? Kannst einfach durchrennen. Geil, mach. Ja gut, okay. Bam, bam, hier bin ich, ihr Bitches. Geil. Ich bin der Terminator. Ich bin Max Brother Terminator. In der Max Boom. Ich bin hier zum Lenken, nicht zum Denken. Was sind... Beißentein Power Game. Power Game! Power Game! Power Game! Spau! Milk die Kühen macht es hey! Power Game macht Spaß! Mir fällt nichts Dummes ein. Ja, bla bla bla. Now I was close. I had a name to guide me. Nicole Horn. I had nothing to lose. I had nothing to lose. So sieht er aus. I had nothing to lose. Oh, ich bin wieder verwundbar. Da kommt der Helmut! Ich komme! Achtung! Ich komme! Ich bin bereit! Bum bum! Bum bum pain! Ja. Ja, bum bum pain, ja, ist so unterwegs. Da guck mal, der Lawrence Fishburne. Hab mich jetzt auch irgendwie an Matrix erinnert. Das war ja auch so dieselbe Zeit, ne? Bullet Time. The Inner Circle. The Bullet Time. The Walking Dead. The Breaking Bean. The Breaking Bean. The Walking Dead. Warum wir das machen? Der Raven King hat mich auf eine gute Werbung hingewiesen von, was war es, Sky? Sky Go? Next Level. Wo sie in der Werbung irgendwie sagen, ja, wir haben The Walking Dead. The Breaking Bean. Some stuff like that. And stuff like that. Alter, der Jackhammer geht ab wie Sau. Slash Hammer, ja. Slash Hammer. Wäre geil, wenn die Susie hätte aus Slash Hammer. Oh ja. Yeah. War doch der Revolver von mir. Ja, irgendwo sexuelle Beziehung zu dem Revolver. Ja, ja, vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Slash Hammer war geil. Was für ein Name? Slash? Slash Hammer. Wieso huschen? Oh. Aua! Hab mich getroffen! Der Husche-Tablett für mich. Oh mein Gott! Kugeln, meine geheime Schwäche! Das war das Geilste in dem Film. Aus welchem Film war das? Hotshots? Harold Kuma. Harold Kuma. Kugeln, meine geheime Schwäche. Ja. Ja, geil. Kennst du das bei The Simpsons, wo der Duffman den Zettel vorliest? Ja, ja, ja. Und Homero Simpson, Legasthenie, Duffmans heimliche Scham. Ja. Ah, das mit der Kugel ist besser. Das mit der Kugel ist besser. Oh. Warum? Ja. Was? Nee, ist egal. Wenn ich voll Eddie abgezogen krieg mit der Pumpgun, dann schrei ich nimmer, glaube ich. Nee, da machst du nichts mehr, da machst du nimmer viel. Weg. Da, da, rechts. Ah, nee. Request assisted. Alter, das ruckelt doch extrem. Guck mal. Das ist jetzt kein weiblicher Gegner zu sehen. Aber Spiel für Männer, du hast Frauen nichts verloren. Kennt die Feministen ja auch sagen? Nö, aber die Frauen. Wir wollen auch erschossen werden! Ja! Frauen können genauso sterben wie Männer und in Actionspielen mitspielen! Ja! Jetzt wollte ich schon runterspringen und es geht doch. Ist ja gut! Guck mal, der macht doch gar nichts. Ist doch eine Frau, oder? Wer ist das? Meryl aus Metal Gear Solid. Ach komm. Der Kopf ist viel zu klein. Die Affe Erm, die Affe Erm! Affentanz. Affen. Ho ho ho!
Nein, Google, meine heimische Schwäche. Oh Gott, ja. Ich hab so gelacht, ey, bei dem Film. Harrison Kumar ist cool. Ja. Wobei ich den Endsatz besser finde wie den zweiten. Der erste ist auf der Beste. Ja. Auf zum so White Castle. Ne? Hä? Weihnachtsspecial gibt's auch noch. Der dritte ist Weihnachtsfilm, ja. Der war auch nicht schlecht. Wobei die unten ohne Party auch nicht unbedingt schlecht ist, den zweiten. Hä? Bleibt im Kopf? Ja. Bleibt im Kopf? Ja. Ich sage, ich misst Wachball, dann. Ja, dann machen wir mal hier an der Stelle Schluss. Ich nehme an, dass ich den Part ein bisschen zusammengeschnitten habe, weil er sonst zu lang geht. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Retro-Eindruck, gute Erinnerung an Max Payne. Raven King hat es, glaube ich, nicht so gut gefallen. Du warst ziemlich ruhig stelleweise. Nee, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Okay, ich spiele auf jeden Fall. Nee, ich finde, das Spiel sehr actiongeladen. Ich denke, es macht auch sehr viel Spaß, wenn man es so spielt. Ja, ich bin begeisterter Max Payne-Fan. Ist ein Spiel meiner Jugend. Das mit dem Baby hat mich ein bisschen geschockt. Das mit dem Baby? Ja, ja, das war assi. Sowas, ist halt so. Leute, danke fürs Zuschauen. Peace out. Ciao.